gesagt. Klar, man muss einfach nur die Komponenten zusammensetzen. Jede Minute bewegt sich die Pflanze, verändert sich, nimmt Nährstoffe auf. Und diese Prozesse kann man man kann sie vielleicht ein bisschen spüren. Die Gärtner sagen, sie können sie spüren, aber es ist immer nur so ein Gefühl. Wir haben Technologien entwickelt, um Pflanzen wirklich zu messen, auf den Tag genau zu sehen, was passiert ist. Wächst sie nicht, entwickelt sie eine Blüte. Wir bieten jetzt ein System, wo man objektiv genau sehen kann auf einem Tablet, zack, ich habe Wachstum, das passiert genau in meinem Gewächshaus. Wir haben auf einem Feld von 50 Metern haben wir ungefähr 20 Millionen Datenpunkte. Und dadurch kann ich natürlich viel präziser agieren, viel präziser meine Kultur führen. Und das führt natürlich dann mittelfristig zu Einsparung von Ressourcen, ganz klar. Dieses Hightech muss in einem Produktionsbetrieb implementiert werden. Und deswegen haben wir dieses Hightech verpackt in eine Kiste, die von uns auch designt worden ist, die sehr, sehr robust ist, die starke Schocks aushalten kann. Wir kommen an mit diesem Schuhkarton, wir setzen das einfach auf den Gießwagen, eine Schraube, fertig. Das wird kommuniziert über online, das heißt, wir müssen dann nur eine Software installieren, fertig. Mit dieser Laseroptik wird eine Linie auf Messobjekt projiziert. Und diese Linie wird mit der Kamera aufgenommen und die Daten werden auf Computer übertragen. Und aus den Bildinformationen bekommen wir letztendlich die Pflanzenparameter. Hioff ist der perfekte Partner deswegen, der klar auf der einen Seite Geld hat, um uns da zu unterstützen, aber eben, was ganz wichtig ist, auf der anderen Seite Know-how, Soft Skills, die wichtig sind. Kontakte zu potenziellen Kunden, Kontakte zur Infrastruktur, zu Anwälten etc. Da ist, wie gesagt, Hioff für uns die beste Wahl gewesen. Wir sind super zufrieden, die Zusammenarbeit funktioniert einwandfrei. Nächstes Jahr streben wir 35 Systeme an. Und ab dann wollen wir halt pro Jahr verdoppeln, verdreifachen. Was wir jetzt anstreben, ist jetzt Deutschland weiter, Marktantritt in den Niederlanden und in Dänemark. Das sind jetzt sehr, sehr wichtige Märkte. Danach wollen wir nach Frankreich gehen, da sind auch große Märkte, Italien und England. Natürlich erstmal auf Europa, aber dann natürlich auszuweiten auf andere Länder. Super interessant ist natürlich USA, ganz wichtig, Brasilien, ganz wichtig und Indien, ganz wichtig.